Kann ich antworten? Kann ich antworten? James is working with Damon Merrick? Alter, This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Dafür wirst du büßen. Das bringt nichts, ihm zu drohen, Alter, ganz ehrlich. Wusste aber. So, warte. Jetzt benutzen wir also Namen, entspann dich. Das ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu deinem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert, oder nicht? Bestimmte Handschuhe, oder? Shit. What do I say? Ich lüge. Er weiß das ja nicht. Hab ich. Oh, du nährst. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless so. I send him a picture. So, erstmal warte. Kann ich das nochmal ansehen? Sarah sent all these letters. And James never gave them to Rachel? That's so messed up. An meine Rachel, mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen sollst, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist, dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil deines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch wenn du möchtest, würde ich es erst gern versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen haben solltest oder mir etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. In Liebe, Sarah. Die ist ganz vernünftig! Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht an viel von meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidung. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Krausen deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen. Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen, so klar wie der helle Tag. Ich hätte solche Angst, dass ich hier eine schreckliche Mutter sein würde, dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid, falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorn anfangen. Ich will es mit all meiner Macht. In Liebe, Sarah. Oh Mann, Alter. Wunderschöne Rachel. Ich habe mal gesehen... Vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann, weil er sich bewegt. Es ist nicht mehr derselbe Fluss. Er ist etwas Neues. Glaubst du, dass das war? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst, wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay, James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich wusste es schon auch damals. Auch als es ihm noch nicht so klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Ja, das meine ich auch. Gott, James, ich verstehe deinen Widerwillen, nicht mit Rachel reden zu lassen. Aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein.
Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Arcadia Bay in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden. Und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich, dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah. Was ist das denn jetzt? Kostoman und Chaperia, Familienrecht. Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gerhard. Gerhard, kennen wir den Nachnamen nicht? Kommt mir bekannt vor. Gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihrer gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Orion es erforderlich machen, dass rechtliche Vormunder Minderjähriger auf alle und jegliche gesetzmäßige Anträge der Eltern zur Wiederaufnahme des Kontaktes mit ihren Kindern in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gerhard und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass eine fortwährende Verweigerung in einer Klageneinreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon Satzung 42.4b Tillamook County Sozialdienst resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Jabriya LLC, DLC. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ungültig, James Amber, 2420, Blackfears, RD, Arcadia Bay, oh, ja, ein paar Daten, Datum, zahlbar an Server gehört, Betrag 3000 Euro! Alter! 3000 und 00-100 Dollar. Genossenschaftsbank, Notiz, Unterschrift, James Amber. Ungültig, okay. Geld. 3000, Alter, 3000 Riesen! Okay, jetzt wissen wir alles. So, aber wir müssen die Beweise noch finden. James has a file on Frank. I'd love to read this. Verdammt. I've got to focus on finding Rachel's mom. Ich dachte, ich kann die jetzt als Beweis sozusagen lesen, aber so, ich habe ja hier im Brief vorhin gelesen, dass der Beweis der Handschuh ist. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Von dem Handschuh, Mensch. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Lesen, glaube. Was bin mal so spontan? Da hier Fundort, da wo der Vorfall gemeldet, genau. Was mir mal spontan einfällt. Der Staatsanwalt, der anscheinend so selbst dafür einen Preis bekommen hat, ehrlich und keine Ahnung was zu sein, ne? Der geht mit so einem Menschen so einen Handel ein und geht ein, Beweise zu vernichten. Auch wenn er sagt, dass er es halt nicht kann, aber doch, das machen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich warte. Hey, warte, ich muss mal rein. So, ich warte. Mann, diese Minute da. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug, verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Habe ich Feuer dabei? Mülleimer. Jetzt komme ich an Mülleimer ran. Merkwürzig. Extrem merkwürzig. Handschuhe verbrennen. Okay. Nur damit wir Server finden. Gibt
wir übrigens keine Feuermelder? Uff. Better not touch that again. Okay. Klick. Oh, ist das ein Wichskorb, Alter. Ich mache mich sofort an die Arbeit. So, du hast dich darum gekümmert. Gut, also. Da du schon Beweise verstellst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitze ist. Hallo, ich sollte nur die Beweise verstellen, du. Na, weißt schon. Schluss jetzt, ey. Jetzt reicht's mir mal, ganz ehrlich. Ja, will ich. Ja! I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. Nein, ich will mich selbst und ich will mich. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Ich wollte selbst mich um das Problem kümmern. Mein Gott, ey. Mama, mame, mame. So viel zum Thema eine Nachricht hier. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles ist okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, die sind so cute. Mit der Mama hat sie ihr auch nichts dagegen. Ne? Also. So, jetzt kann ich die ganzen Akten lesen. Das finde ich gut. Ich habe hier drei Akten zur Auswahl. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Arcadia Bay's least wanted. Wie beschuldigen? Beschuldigen? Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Okay. Oh Gott! Sheldon ist der Typ. Kopfaufnahmen von Frank. Ansehen. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Okay. Verbrecherbericht ist klar. Sheldon ist der Typ. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Den würde ich einfach aus Prinzip verurteilen. So, Thunder. This guy let me into the mill. Cool dude. Sander schon mal nicht, weil ich den, also ohne Spaß, auch vom Charakter würde ich ihn nicht, obwohl vom Charakter her, frag dich, gerade weil er so nett ist. Wer ist das hier? I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Der Typ, der die T-Shirts verkauft hat. Wie heißt der? Kopf auf noch, dass er Käufer ist. Okay, legen wir los. Erstmal Franks Akte. Been learning a hell of a lot about Frank lately. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Okay, los geht's. Polizeibehörde Acadia Bay. Verdächtigungsprofil. Verdächtigenprofil. Name des Verdächtigen Francis Bowers. Bekannte Alternativnamen Frank, Frankie, Frankie B. Geburtsdatum 31.08.1981, der Kette Bay, Oregon. Größe 1,85, Gewicht 86 Kilo, Namen Tattoos unbekannt. Arschgeweih. Ethnische Zugehörigkeit, kaukasisch, Details. Inhaftiert von der Polizeibehörde der Kette Bay, 23.05.2006 bis 25.05.2006. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungen. Anklagepunkte wegen Drogenhandel feingelassen aufgrund mangelnder Beweise. Das war schon? Okay. Nächste Akte. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Ich muss leider mal gucken. Feels a little weird having this guy's records at my fingertips. Ich sehe den Namen nicht. This is that freak from the mill.
Damon would think of his very cooperative comment. Alter, ich habe den Namen vor einer Minute gesehen. Wollte mich verarschen? Ach, keine Ahnung. Leeson, Polizeibehörde Arcadia Bay, Abteilung für Bewährungshilfe. Bewährungshilfe Oliver Rutherford. Datum 30.04.2010. Bedingt entlassener Sheldon Pike. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Ja. Nein? Okay. Falls ja, führen Sie bitte da schon mal Anklage an. Anstellung gleich geblieben? Neu? Verifizierst das Einkommen im letzten Monat 1775. Unternehmen ACFC. Stellung Schichtleiter. Kommentare des Beamten. Sehr kooperativ. Keinen Termin verpasst. Unterschrift des Beamten Oliver Rutherford. Unterschrift des bedingt entlassenen Sheldon Pike. Warte mal kurz. Datum 30.04.2010. Das ist der Bewährungshelfer. 30.04.2000. Welchen haben wir eigentlich heute? Muss ich mal gucken. Das war ja vor 10 Tagen. So. Mal gucken. So, 30.04.2010. Guck mal. Datum des Vergehens war der 12.04.2010 und bla bla bla, haben wir es auf dem Kopf, da da da. So. Der Tatvorgang war am 12.04. und am 30.04. hat er Bewährungsunterlagen bekommen. Ja, das passt zeitlich ganz gut hin, das passt zeitlich extrem gut hin, aber ich mache Ausschlussverfahren, jetzt warten wir noch auf den letzten. Würde ich sagen, wer war das nochmal? Yes, I'm lucky James keeps so much info at home. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Staatsgericht Oregon. Staat Oregon Kläger versus Name Gerald Scott. Angeklagter Fall Nummer 128408. Vereinbarung, Rechtsverzichtserklärung. Ich, der Angeklagte, plädiere wie folgt. Anklage, illegaler Verkauf gestohlener Waren. Schuldig. Aussage, okay, ich verstehe meine Rechte und gebe diese aus freiem Willen auf. Initialen GS. Für Gerald Scott. Ja. Ich verstehe, dass der Richter nicht an diese Vereinbarung gebunden ist. Initialen Gerald Scott. Ich erkläre mich bereit, dem Gericht in zukünftigen Fällen, die eine Verbindung zu meinem eigenen Fall haben, Hilfe zu leisten. Die zu meinem eigenen Fall haben. Unterschrift ist Gerald Scott. Ah. Okay. Datum 3.17. Also 17.3. Sorry. Boah, schwierig, Alter, aber extrem schwierig. So, ich sag mal so, Frank kann ich ausschließen. Sander kann ich auch ausschließen. Mit den Bewährungsunterlagen war es bestimmt, das war glaube ich Sheldon nochmal, ne? This is that freak from the mill. Ja, sehr kurz ruhig. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Das war Sheldon. Sheldon wurde ja inhaftiert und dementsprechend freigelassen. Haben wir hier noch eine Akte? Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Briefe, Akte, oh Gott, ey. More sherry. Ja, ist gut. Okay. Ich bin... Da passt beides aber. This is that freak from the mill. Normalerweise ist es für mich Sheldon Peak. What Damon would think of his very cooperative comment. Das eine kann der andere, also das mit dem, dass man Hilfe leistet, ist halt so eine Sache, das hat er selber unterschrieben. Es muss aber halt nicht sein, das ist nämlich die Sache. Ich kann ja auch schreiben, ich werde morgen essen gehen und ich gehe morgen nicht essen. Aber in dem Falle
hat der Beamte ja den Kommentar geschrieben, sehr kooperativ. Das heißt, er hat in dem Sinne geholfen, beziehungsweise. Also wie gesagt, hier hat's ein Beamter geschrieben. Das ist die Sache. Jemand anderes hat bezeugt, dass er kooperatives Verhalten an den Start gelegt hat. Und bei dieser Akte. I agree to aid the courts on future cases. Ja, und bei dieser Akte. That could be seen as a little snitchy. Ja, ist gut. Bei dieser Akte aber, wie gesagt, ist es halt wirklich nur so, dass er selber unterschrieben hat. Da ist aber nichts in dem Falle, das ist das. Ich meine, man kann lügen. Alter, der verkauft illegale Sachen und hat damit seinen Lebensunterhalt verdient. Willst du mir sagen, dass er nicht lügt oder was? Nee, für mich ist es eindeutig Schellenpike. Ich meine, der war schon von Anfang an bei mir, aber trotzdem, die Beweise sprechen für sich. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Ja. Guck mal, der wurde auch verhaftet und danach wurde er rausgelassen. Entschuldigen. Alter, was will er mich verarschen? Wir haben einen Beweis zerstört, wir haben den Spitzel entdeckt und dann will er noch Geld? Alter, ist das eine dreckige Sau. Der nutzt es voll aus. Der nutzt es wirklich voll aus. Wenn jemand anderes was will, hat er halt Pech gehabt. Ey, ich könnte nicht mehr, ey, ganz ehrlich. Payment?